Hey Leute, willkommen zurück zu Dark Souls Teil 2 und Scholar of the First Sin. Gut, ich habe letztes Mal Nashka besiegt. Man könnte jetzt hier noch den Baumstamm umkippen lassen, indem sie mit ihrem Schwanz dagegen haut. Da gibt es aber noch ein paar Schmetterlinge, glaube ich. Ich weiß nicht, das hätte ich mal probieren sollen, ne? Weil vielleicht haben sie das geändert. Aber es ist auch nicht ganz so leicht, sie dahin zu buxieren. Also man muss da schon ein bisschen Glück haben, dass sie jetzt gerade in die Richtung geht. Ja, ich weiß, Glück und so, das ist ein Wort, was ich nicht gerne benutze, weil ich glaube nicht an Glück. Genauso wie ich nicht glaube. Also, in meinen Augen existiert sowas nicht. Egal. Ja, und dann haut sie den Baum um und dann kriegt man die Gegenstände. Aber es geht, glaube ich, nur einmal. Also, wenn sie tot ist, dann geht es halt nicht mehr. Es sei denn, man nutzt hier ein Asketenleuchtfeuer und resettet. Resettet. Dann geht das nämlich wieder. Skeptiker Spice. So. Ich will auf jeden Fall nochmal hier runter und die liebe, wie heißt sie nochmal, die alte, befreien. Und erstmal gehe ich zu Dark Diver Grendel. Holy Diver, you've been down too long in the midnight sea. Holy Diver, oh what's becoming of me. Dio, bester Mann. Ja, es ist nicht Holy Diver, es ist Dark Diver Grendel. Der droppt nämlich eine schöne Glocke, aber ich werde ihn nicht töten, weil ich werde natürlich den Covenant dann irgendwann bestreiten. Doch warte mal, eigentlich kann ich ihn töten jetzt. Ich mache das jetzt dieses Mal gar nicht mit Dark Lurker. Weil es geht ja nicht, ich will es ja am Champions durchspielen, versteht ihr? Deswegen kann ich das nicht. Und die Glocke ist, glaube ich, auch ein Achievement. Zielflug Seelenmasse. Oder wehrt der sich? Na, Dark Diver, machst du was? Tut mir leid. Die Drachenglocke. Yay, die beste Glocke im Spiel, glaube ich. Und hier sollte man übrigens nicht reintreten in diese gelben Pfützen. Well, denn sie werden eure Rüstung und eure Ringe ruckzuck zerstören. Das ist sehr ungeil. Sehr, sehr ungeil. Das zischt dann nämlich so ein bisschen und dann... das wollt ihr gar nicht rausfinden. Dann macht nämlich alles clear. Ich glaube, es ist halt Säure, ne? Oder Rost. Säurenrost. Na, kommt ihr mal rüber, ihr Hübschen. Hab was für euch. Ja, genau du, komm. Ja, fein. Ja, wo ist er? Wo ist der Onkel Bruger? Da ist der Onkel Bruger mit der Keule. Glitzer? Ne, die haben Glitzer-Titanit, glaube ich, manchmal. Und da liegt doch eins. So. Den Zahnschlüssel haben wir benutzt. Und da haben wir die liebe, wie heißt sie? Mann, den Namen vergessen. Sie ist dann nämlich später in der Lichtsteinbucht. Thank you for helping me. I'm Ornifex, genau. Ornifex... und Smaug. Nein. Ornifex und Smaug. Okay, das hätten wir. Dann gehen wir erstmal wieder... gelbe Plörre. Gelber Siff. Ah, ich weiß nicht, Leute, ob ich die Rattenvorhaut... den Rattenvorhut machen soll. Den Rattendingens. Kirchen. Weil das ist richtig kacke, das Teil. Oh, was? Da steht jetzt ein Löwe? Das ist aber nicht nett, das weißt du, ne? Da steht jetzt so ein Löwenschwein. So ein komisches Löwenkind, habe ich gehört. Die sind... na. Ups. Oh, guck mal da. Oh nein, nicht backstabben, bitte. Ich gehe erst nochmal was trinken, ne? Ein Stückchen so. Für nach Hause weg. Hallo? Kommt ihr mir echt hinterher hier? Ich meine, der Löwe, der kommt... Guck mal, der kommt mir echt hinterher. Arschpetz. Na, komm her. Komm. Sag mal. Soll ich mal einen Shieldbreaker probieren? Ach, geht gar nicht. Die kann man gar nicht poisebreaken. Guck mal. Guck mal, wie geil. Die sind halt komplett pois. Mit einem Großschild oder was? Sollen wir was machen oder so? Hallo? Dann halt so, ne? Aufspießen! Ah, was? Okay. Ich dachte schon, der dreht jetzt hier komplett durch und ich kann nichts machen an dem. Ich glaube, hier war ein Drachenstein drin, oder? Oder eine Falle? Ne. Ein Drachen... Ach, ein Drachenknochen. Okay.
Das ist, glaube ich, für die Bosswaffen zum Aufrüsten. Oh, bisschen schief. Für die Bosswaffen zum Aufrüsten, glaube ich. Wir waren hier soweit fertig, glaube ich. Dann werde ich nochmal weitergehen. Da ist jetzt nämlich Gavlan. Gavlan Wheel, Gavlan Deal. Unendlich steht er jetzt, glaube ich. Also der ist immer hier. Und verkauft unendlich Gift, Pfeile. Mann. Schwieriges Wort. So. Und das ist recht cool, finde ich. Weil Giftpfeile kann man gar nicht genug haben. Meiner Meinung nach. Also man kann es, glaube ich, komplett mit Gift spielen, außer... Welches DLC? Der Sunken King. Da sind, glaube ich, alle giftimmun. So ziemlich. Die ganzen Ritter, die da rumrennen. Diese toten und Ritter mit den Schwertern und Keulen und Speeren und, ne? Ich glaube, die sind alle giftimmun. Ist dann nicht so geil. Da hat man dann wenig Chancen. Aber so ein Speedrun mit Gift habe ich ja schon gemacht, mit Dolchen. Das ist super, weil da kann man ruckzuck das Gift aufbringen. An den Gegnern. Oder anbringen, nicht aufbringen. Und ich muss immer gucken, ob hier neue Gegner sind. Mastodon. Mastodon. Guck mal, der hat ein geiles Piercing, ne? Oh ja. Zap. Das war's. Da ist auf jeden Fall eine Mimik hier unten. Das weiß ich noch. Mimics sind scheiße. Ein Prima-Stein. Prima Prisma. So, Leute. Und hier werde ich auf jeden Fall nur offline reingehen. Ich habe echt keinen Bock. Wirklich. Da ningel ich jetzt auch ein bisschen. Ich habe keinen Bock, dass ich hier reingehe und ihn, so ein Penner, lässt mich in seine Welt. Ach, guck mal. Lässt mich in seine Welt holen und schlachtet mich dann ab und lacht mich aus. Das machen die immer. Die sind da total in der Überzahl. Das machen die nur, um, glaube ich, Pharos-Dinger zu verdienen, oder? Zack. So viel Schaden macht das gar nicht, ne? Tut mir leid, Gott. Ich mag die eigentlich, diese Zwerge. Die sind voll lustig. Na komm. Nein. Den darf man nicht zu sehr hauen, weil wenn man Pech hat, trifft man die Kiste und dann ist das Kacke. Und ab. Und? Oh, der hat eine Gürm-Rüstung. Sehr gut. Also wenn es noch ein Achievement gäbe für alle Rüstungen, dann würde ich ja schreien, ne? Weil manche sind so ätzend zu farmen. Weiß ich aus eigener Erfahrung. Also gerade das Schattenteil, das in der Werft, habe ich ewig für gebraucht. Aber jetzt geht's ja, da man nicht mehr alles mit Asketenleuchtfeuer neue zurücksetzen muss. Was, ein Lebensstein? Mehr nicht. Guck mal, der ist cool. Der kann trinken und gleichzeitig reden. Ich glaube, jetzt haben wir alles unendlich. 600, ne? Das ist ein bisschen viel. Ah, mal so 100, komm. 100 Pfeile sind cool. Vielleicht Gift habe ich... Ne, Gift habe ich genug. Ich meine, wir sind ja nicht mehr groß. Doch, wir müssen eigentlich noch... Wir müssen noch auf jeden Fall zu Dingens hier, ne? In die Irdenspitze. Und da gibt es ja viel Gift. Deswegen nehme ich mir lieber mal ein paar mit. Warte mal. Da packe ich mal das Großschwert drin. Bin ich zwar ein bisschen schwer beladen, aber für die Echse ist das ganz gut jetzt wieder. Da läuft jetzt so eine Funkelechse rum. Und Sir. Sehr gut. Ein Magiestein. Hä, was? Was stand da? Flinkfinger voraus, okay. Ne, da ist gar keine Echse. Guck mal, da war hier normalerweise... Oh doch, da ist er. Jawoll, voll erwischt. Bleib liegen. Oh, geil. Und. Boah. Schön. Wollte ich gar nicht jetzt, aber ist cool. Ein Gürmhelm. Was steht da? Sinnlos? Ja, ist sinnlos, wirklich. Ach, guck mal. Ich krieg Besuch, ja? Krieg ich Besuch oder was? What? Oh. Was war das denn? Komm, Dicker. Oh, was? Schon wieder nicht. Das Ding macht so viel Schaden, das ist so gut. Aber ich muss auf jeden Fall noch ein bisschen in Belastung skillen, weil sonst ist das viel zu schwer für mich, ihr seht es. Deswegen macht es noch keinen Sinn, eine Quality-Skillung zu nehmen. Also, ne, ich muss halt erstmal genug Belastung
Da muss ich vielleicht noch den ein oder anderen Ring bekommen, den Drachenring. Ich werde einfach Tarkus killen dafür. Ich werde Tarkus töten. Und dann kriege ich den zweiten Drachenring, der ist ganz cool. Aber hier mit Fatroll macht es keinen Spaß. Ich kann mich ja Naksch machen. So Naksch, warte. Kann ich was Leichteres anziehen? Eine Gürmrüstung, die ist leichter. Und die Löwenkrieger. Ja, komm. Los, dann bin ich schon leichter. Seht ihr? Ach, die haben das Leuchtfeuer hier hingesetzt? Warum das denn? Oh, guck mal, wie viele Falschner jetzt hier rumrennen. Cool. Und ich habe immer noch den Katzenring an. Warum das denn bitte? Nee. Was ist? Seht mal, ich hab so einen Katzenbuff irgendwie. Also ein Symbol von einer Katze. Warum das denn bitte? Habe ich doch gar nicht. Den Giftbiss, Chlorinthy und Königlich. Ach nee, das ist hier wegen der Gürmrüst. Nee, oder? Warte mal. Verringert Fallschaden. Ah, alles klar. Warum auch immer. Das stackt er mit dem Ring der Katze? Weiß ich jetzt gar nicht. Steht einer. Wenn er hier sieht. Oh, Schweinchen. Sehr gut. Oh, oh. Ja, ja. Die Schweinchen sind cool, Leute. Habe ich das schon gezeigt? Ja, habe ich, ne? Im Let's Play habe ich das gezeigt. Wenn man die nämlich runterzieht, dann, fressen die unten so Pilze weg. Und diese Pilze... Oh, oh. Dann kommt da nämlich so... Kriegt man eine Spitzhacke raus, aber nur da. Das ist voll lustig. Au. Nur da kriegt man dann eine Spitzhacke. Au. Es soll angeblich auch noch ein Fass geben im Spiel, also so ein Anzug. Da sind ein Herzchen drauf oder irgend sowas war da, aber das ist, glaube ich, nur ein Gerücht. Weil das haben irgendwelche Leute mal im Programmcode gefunden. Schweinchen, ruhig. Bitte ruhig. Was? Oh. Krass, 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 krass. Ihr seid viel zu schnell für mich. Oh Gott, und er schießt halt fröhlich weiter da oben, ne? Das haben die gut gemacht hier. Ganz schön fies. Kommt ihr? Nee. 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 Ihr seid so doof. Chop, chop. Da steht er da oben und schießt jetzt, der Arsch. Guck mal, die haben die Bauern dafür entfernt. Nee, doch nicht. Da ist so ein Bauer. Die aber auch aushalten, guckst du dir an. Ach ja. Ach, da ist ja gar keiner drauf. Es war nur der hier. Die sind so ein bisschen debil, kann das sein? Schweinchen. Und. Schönes Schwert, ne? Blutungspfeile, so, so. Die Seele. 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 Cool. Soll ich mir den anderen Penner da noch? Ach komm, ich werde wieder meine schnellen Waffen nehmen. Das bringt jetzt noch nichts, Leute, weil ich zu schwer beladen bin dann, ihr seht's. Dann kann ich nicht mal meine Rüstung voll nutzen. Das ist ein bisschen schlecht, ne? Wenn ich so ohne Rüstung hier rumrenne. Oh, ich habe keinen Schild. Na egal. Wird schon passen. Der hat zwei Pfeile schießen kann. Assi. Du Assi. Also, war nur die Nachricht. Guck mal, hier kann man in den Brunnen springen, wenn ich es gleich beim ersten Mal schaffe. Oh, doch nicht ganz. Titanitscherbe. Ja, auf jeden Fall kann man hier in den Brunnen springen und dann gibt's was Feines. Ich glaube einfach nur Human Effigies, also Menschlichkeit. Menschlichkeitsbilder. Ja. Ach komm. Kann man das Dach nicht einschlagen? Ich glaube, das zersplittert sogar, wenn man drauf springt. Na, ich guck mal, wie er es macht. Na. Nee, es muss doch gehen. Also ich weiß, dass das Dach kaputt geht, wenn man drauf hüpft. Aber was war das? Ist da noch ein Schwein? Ich bin ein Schwein. Hallo, ein Schwein. Ja, genau das. Oh, Mist, beinahe ist es geschafft.
Da schnaubt schon was. Ist das unten? Das ist, glaube ich, unten drin, das Schweinchen. So, warte. Warte. Oh, da ist ein Schweinchen. Oh oh. Böses Schwein. Böses Schwein. Das könnte einem echt zum Verhängnis werden, hier unten, das Ding, ne? Ohne Witz. Wenn man da nicht drauf vorbereitet ist, dann tötet es einen bestimmt. Aber ich hab's gehört. Oh. Eine Kischt. Oh, alter Schwede! Die haben hier eine Mimik hingepackt. Was für Penner! Ich hab's doch gewusst. Ja, ich hab nicht auf den Deckel geachtet. Normalerweise, ich glaube, man sieht's vorne an dem Schloss und die atmen so leicht, diese Kisten. Wie krass. Ich finde das geil, Leute. Die haben... Ach du Scheiße, hätte ich jetzt echt mal, ne? Hätte ich jetzt mal. Aber habe ich nicht. Och nein, jetzt sind die ganzen Penner wieder da. Die Falkner. Der steht immer noch auf seinem Turm da oben. Oh oh, Alter. Verdammt. Ich will nicht meine Seelen verlieren. Lauf doch. Ja, ich hatte keine Ausdauer, ich war auf Null. Och nee, das Schwein kommt mit. Ach du Kacke, jetzt schießen sie alle. Ich hab gar nicht so viele Estos mittlerweile, ne? Schweinchen, komm her. Aha, guck mal, hi. Ja, der Degen ist echt gut gegen die. Aber gegen die Mimik werde ich auf jeden Fall... Oh Gott, guck mal, wie viel das sind. Krank. Da ist ja noch einer drin. Ah ja. Chip. Ah ne, das ist... Haha, seht mal, das ist nur eine Ablenkung. Chip. Die Schweine machen voll die lustigen Geräusche. Au! Du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Elend. Komm. Auch noch voll den Kopf hier. Auch noch voll in den Kopf geschossen. Ja. Du Arsch. Schweinchen. Ein glatter, seidiger Stein. Von einem Schwein. Ist das nicht ironisch? Ich weiß es nicht. Au, guck mal, er trifft mich halt im Rollen. Oh Gott. Wo kommt der denn jetzt her, bitte? Du bist doch eine Sacksau. Eine Sackrade bist du. Ist der jetzt runtergesprungen? Ja, jetzt springst du runter, ne? Weil ich gerade zu dir hochkommen, du Arsch. Verrecke bitte. Verrecke. Nee, also ich glaube, für die Kiste werde ich das große Schwert nehmen. Das ist mir adäquat. Warte. Ja, seht ihr, man kann es beim ersten Mal schaffen, was aber nicht so gut ist, weil jetzt ist die Sau da. Au, Kacke. Okay, aber es ging. So. Das große Schwert. Dieses blöde Mimik. Sauhund. Sau. Sau mit Sauce. Warte. Ach, was? Ach so. Ja. Du frisst mich, während ich auf dich einprügle. Ist da nicht richtig mit dir, bitte? Was ist nicht richtig? Ach Mann, warum? Jetzt muss ich alles nochmal machen. Ich will da nicht durchrennen, das ist mir ein bisschen zu gefährlich, ne?
Das ist mir zu gefährlich hier. Ach komm schon, jetzt sind die alle wieder da oder was? Das ist doch dreckig. Ist doch dreckig. Zack. Dort. Ich warte jetzt einfach hier, bis alle zu mir kommen, ne? Komm. Komm. Guck mal, zwei Treffer. Boop. Zwei Treffer, komm. Was? Wie trifft er mich bitte, wenn ich ihn haue und staggere? Willst du mich verarschen? Oh. Oh Mann. Dieser Charge-Angriff von den Viechern, der ist echt nicht zu verachten. Oh, was war das denn? Ja, ich vergesse immer, dass man in die Richtung schlägt, in die man schaut. Das ist voll gefährlich hier bei Dark Souls übrigens. Also ich meine läuft, in die man läuft, nicht schaut. Okay. Was war das hier für ein Manöver, bitte? Ich finde das ein bisschen kritisch, weil eigentlich... Oh Gott, eigentlich sollte man ja dahin schlagen, wohin man... Was man anvisiert, finde ich. Einer zu viel. Aber egal. Oh. Könnt ihr mal aufhören? Ernsthaft? Aufhören zu schießen jetzt! Meine Fresse! Und ich bin so langsam! Ah, ich hab nur eine Fat Roll. Fat Rolls sind nicht geil. Weil ich da so langsam bin. Ach komm jetzt. Lass mich. Lass mich was trinken. Oh, du Penner! Nur weil ich so langsam bin. Das ist so dreckig. Entweder habe ich Fettschaden oder ich bin halt langsam, ne? Das ist. Meine ganzen Seelen sind weg. Diese dummen Falkner. So, aus damit. Ach Mann. Oh Mann. Nehmen wir jetzt den Schild auch mal wieder. Komm. Wo haben wir ihn denn? Ey, ich will halt nur diese blöde Mimik knacken. Ich will wissen, was da drin ist. Warum? Warum tut ihr mir das? Guck mal, wie sich die aushalten, diese Bauern. Die halten mehr aus als die Falkner, ne? Hallo? Warum haltet ihr so viel aus? Oh oh. Wie komisch die angelaufen kommen, habt ihr das gesehen? Guck mal. Na? Kann die Schweinchen eigentlich backstabben? Ich glaube nicht, ne? Oh. Der tritt nach hinten aus, wie putzig. Sag mal, wie viel denn noch? Hier. Ah. Nicht. Nicht. Trinkst du mal? Oh oh. Guck mal, der hat mich nicht mal berührt. Oh Mann, diese Bogenärsche. Komm jetzt her. Oh, guck mal, wie der... Wie, ne? Wie der das auch macht, du. Arschclown. Komm jetzt. Lauf nicht so blöd. Die treffen einen halt, bevor sie einen treffen. Und ich meine, es hieß doch mal, die hätten das gepatcht, dass Gegner einen nicht mehr treffen können, während man zuschlägt, oder? Das ist ja... Also, ne? Ihr wisst schon. Wenn sie natürlich als Erste zuschlagen, klar. Aber sie schlagen ja nicht als Erstes zu. Sie schlagen zu, während man selbst zuschlägt. Das ist einfach zu krass. Das ist zu stark. Oh ja, ihr seid geil. Springt mal auseinander, genau. Na komm. Danke. Oh Leute, diese dreckige Mimik da drin, ne? Kann man die nicht irgendwie rauslocken oder von oben drauf schießen? Ich weiß, es ist jetzt auch nicht unbedingt mutig, aber... So. Und ist einer von hinten? Nee. Diesmal nicht. Diesmal nicht.
Oh, das war eine schöne Rolle, aber auch gefährlich. So. Eine grüne Blüte. Die haben ja alles dabei. Die fressen, glaube ich, alles, die Viecher. Und ich kann es dann aus ihrem Darm entnehmen. Was ich sehr erotisch finde. So. Oh oh, jetzt aber weg, du. Na, kommst du? Hübsches. Mein Liebchen. Was macht die da? Was macht diese Kiste da? Oh. Ah, das war schlecht. Das war so nicht geplant. Oh Gott, Leute, jetzt sterbe ich auf jeden Fall da unten, oder? Kriege ich doch niemals da raus. Nein, nein, nein. Oh. Na gut, ich werde jetzt sterben, das kann ich euch schon mal mit Sicherheit sagen. Oh Gott, die Mimics, die hasse ich ja, ne? Weil wenn die mich einmal fressen, ist... Nein. Wenn die mich fressen... Reicht's, wenn ich da reinlaufe vielleicht? Ich glaube, das müsste reichen, wenn ich laufe. Außer ich krieg sie jetzt mit Gift irgendwie dran, aber das glaube ich ja nicht. Ja, reicht sogar. Oh Gott. Ach du Scheiße! Okay, ich krieg sie mit Gift und sie hängt da drin fest. Hihihi. Wie die mich einfach mal anrotzt. Oh, die sind sehr anfällig gegen Gift, wie es aussieht. Krass. Krass, krass, krass. Finstergamaschen und Weisheitsstab. Nicht schlecht, wie die halt einfach mal wegschmilzt. Voll gut. Finstergamaschen, das sind doch die... Ah, nee, das sind die... Ah, okay, okay. Ja, ja, das sind die... Ne? Genau die. Nein, die Darkwraith-Klamotten aus Dark Souls 1. Vom Darkwraith Covenant. Hä? Was ist mit dem eben gewesen? Habt ihr gesehen, wie der gelaufen ist? Haha. Zermatscht. Nein, ich möchte hingegen... Ich möchte kein Blut berühren, danke. So, wir klettern erstmal rauf und entschärfen das, weil das wird mich sowieso zu quetschen, wenn ich Pech hab. Ach komm. Ach, die verfluchen mich auch, oder was? Wusste ich gar nicht mehr. Das wusste ich gar nicht, dass die mich verfluchen können. Verflucht. Oh. Zum Glück bin ich eben am Stein hängen geblieben, so ein bisschen. Sonst wäre ich jetzt gestorben, wahrscheinlich. Weiß gar nicht, was für einen Schaden das macht. Oh, oh, da kommt die Bande. Hep, hep, hurra. Ihr seid Zombies. Das ist wunderbar. Oh ne, ich bin zu weit. Huch. Na kommt. Oh, ich muss mal ein Stück flitzen, ne? Sonst werde ich nach einem Treffer sterben hier. Oh! Alter Schweinemann. Diese Pennergesichter. Hast du Bock, ja? Ey, der Champions Covenant, vor allem A wieder, ne? Ich sag ja so gerne A. Das ist schon eine Nummer. Das haben die schon ein bisschen schwerer gemacht. Auf jeden Fall, das merke ich direkt. Das ist schon wie New Game Plus hier ein bisschen. Und ich bin noch im New... Also ich bin noch im normalen Spiel. Muss man dazu sagen. Okay. Kommt vielleicht jetzt schon Freya? So wie im New Game Plus normalerweise erst? Nö. Wäre jetzt auch eine lustige Überraschung, du. Nehmen wir mal das Schwert. Ja, nimm das mal raus. So. Hallo, meine Schätzelein. Kommt ihr? Hab euch was zu zeigen. Ja. Au. Okay, ich wollte euch doch noch was zeigen. Meine Fresse, das meine ich. Oh, ich bin tot. Nein! Man schlägt halt immer dahin, wo man hinlenkt. Nicht, wo man anvisiert. Das finde ich so Panne. Wenn man jetzt wegläuft und schlägt, dann schlägt man hinter sich.
Eieiei, Leute, ich beende den Part. Ich weiß, war nicht so erfolgreich, aber vielleicht macht es euch trotzdem weiterhin Spaß. Unterstützt mich, indem ihr den Like-Button drückt und wieder einschaltet, natürlich. Zu Dark Souls Teil 2 und A Scholar of the First Sin. Wollte jetzt schon sagen Crown of the Sunken King. Nicht ganz. Bis dann.